Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Digitalisierung, wie ja hier sehr oft ein Thema ist, durchdringt seit Jahren, ja Jahrzehnten jeden Lebensbereich. Einkaufen, sich kennenlernen, Wohnungen suchen, Reisen buchen, Informationen beziehen, austauschen und politische Partizipation. Das alles findet zunehmend, in vielen Fällen sogar überwiegend inzwischen über das Internet statt. Nur unsere Behörden sind oft noch zwischen Umlaufmappen, Leitsordnern und Stempelkissen gefangen. Häufig spielen dabei Sicherheitsbedenken eine Rolle und das ist auch nicht ganz unberechtigt. Auch am vorliegenden Gesetzentwurf gab es ja dahingehende Kritik. Der Bund der Richter und Staatsanwälte kritisiert Risiken, die sich mit dem Verzicht auf Schriftformerfordernisse einhergehen. Auch kritisiert man ebenfalls nicht zu Unrecht, dass jetzt auch hochsensible Personalvorgänge wie zum Beispiel Disziplinarsachen elektronisch versandt werden können. Auf der anderen Seite kritisiert der Branchenverband Bitkom den unzureichenden Einsatz von elektronischen Signaturen. Das vorliegende Gesetz, ein Artikelgesetz, das ganze 96 Gesetze und Verordnungen vom Landesabfallgesetz bis zur Zahnärzte-Weiterbildungsverordnung ändert, ist also nicht perfekt. Gleichwohl eine echte Fleißarbeit und daher auch von unserer Seite Dank an das Ministerium. Wir hätten uns gewünscht, dass zumindest ein Teil der Mängel, die in der Ausschussberatung ja Thema waren, mit dem Änderungsantrag noch ausgebessert worden wären. Das ist jetzt nicht erfolgt. Trotzdem werden wir hier zustimmen, da nach unserer Auffassung die vorliegenden Vorteile die Nachteile überwiegen. Es ist dringend geboten, dass unsere Verwaltung hier die digitale Kurve bekommt. Wir kennen alle die internationalen und europäischen Vergleichsstudien, die Deutschland regelmäßig zu den Schlusslichtern in diesem Bereich zählen. Letztes Jahr noch hat die EU ermittelt, dass wir von Platz 21 von 28 EU-weit belegen. Unsere Bürger sind damit zu Recht unzufrieden. Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, warum man mittlerweile Autos im Netz kaufen kann, aber zur Verlängerung eines Angelscheins noch immer bei irgendeiner Behörde eine Nummer ziehen muss. Auch die jüngere Vergangenheit hat uns diese Schwäche ja noch mal überdeutlicht gemacht. Im Zusammenhang mit den Corona-Zahlen sind die Faxgeräte inzwischen ja sprichwörtlich geworden. Aufgrund der technischen Rückständigkeit in vielen Behörden fand und findet ein Großteil der mit Corona verbundenen Politik häufig auf unzureichender Datengrundlage oder im Blindflug, wie es das ZDF nannte, statt. Das stößt draußen im Land auf Unverständnis. Warum können Behörden mit digitaler Technik arbeiten, wenn sie etwas vom Bürger wollen, aber nicht, wenn der Bürger etwas von ihnen will? Warum arbeiten Finanzämter seit 25 Jahren mit der Software Elster und zwingen auch viele Bürger dazu, sie zu benutzen? Und warum können Einwohnerdaten von Gemeinden ohne jede Verzögerung beim sogenannten Rundfunkbeitragsservice, vormals GEZ, abgeliefert werden? Warum geht das alles, aber warum muss der Normalbürger für jedes Klinkerlitzchen vom Führungszeugnis bis zur Beglaubigung einen halben Tag Urlaub nehmen, um irgendwo auf der Behörde rumzusitzen? Hier müssen wir dringend vorankommen, ohne dabei wichtige Sicherheitsbelange aus den Augen zu verlieren. Dieses Gesetz gibt den Verwaltungen im Land das nötige Handwerkszeug in die Hand, das sie hoffentlich klug, entschlossen, aber auch mit gebotener Sorgfalt einzusetzen müssen. Meine Fraktion, die AfD, steht für eine... Ich habe gar keine Anzeige. Alles klar, okay. Meine Fraktion, die AfD, steht für eine moderne und bürgerfreundliche Verwaltung und das geht heutzutage eben nicht mehr analog. Aus diesem Grund stimmen wir trotz gewisser Bedenken, wie angesprochen, dem Gesetzentwurf zu und auch den beiden nachgereichten Anträgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Pritschler.